Hallo und willkommen zusammen. Heute schauen wir uns ein neues Produkt an von HGLRC. Und zwar haben wir hier einen waschechten FPV-Rucksack in mittlerer Größe. Ich habe ihn jetzt bereits schon eingeräumt, von daher wird es eher eine kleine Vorstellung anstatt ein Unboxing diesmal. Haben auch eine neue Perspektive. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal oben an. Wir haben hier oben auf einen ersten Strap, wo man den Kopf damit befestigen können. Und sehr schön daran ist, diese Clips, also diese Straps, werden hier durch zwei Magnete festgehalten. Ich hoffe, man hört es ein bisschen. Rastert ein, hält allerdings ein Bombenfest, wie man sieht, ich kann hier den Rucksack dran hochheben. Das geht nicht auf, das liegt daran, weil hier so eine kleine Nase dran ist. Das wird man hier nicht sehen, aber ich habe auf dem Blog recht schöne Fotos gemacht. Da kann man das dann nachschlagen. Kann natürlich auch ganz regulär wieder zusammengezogen werden und aufgemacht werden, so wie wir es gewohnt sind von diesen Schnellverschlüssen. Dann haben wir hier oben auf die Tasche, wie die meisten vermuten werden, habe ich hier die Funke drin. Wir haben hier zwei Reißverschlüsse, die wo wasserabweisend sind. Und dann kann man den Deckel hier ganz oben aufmachen. Dann habe ich hier meine Essex Mambo drin, so rum gehört es. Ein Express LRS Modul von Beta FPV und noch eine weitere kleine Tasche, wo ich ein bisschen Gedöns drin habe, Kabelbinder, Isolierband und was man halt so braucht. Im Inneren könnte man auch eine größere Funke locker unterbringen, weil ich habe die Tasche und die Funke drin, wie man sieht. Und man hat ja auch wieder ein Strap mit, oder so ein Gummiband besser gesagt, mit Klettverschluss, wo man es machen könnte. Ich persönlich brauche das aber nicht, weil ich die Funke hier praktisch so auf der Tasche auflegen lasse. Und von daher sind die Gimbal auch relativ gut geschützt. Dann haben wir was vergessen. Wir haben hier noch eine kleine Seitentasche drin. Da habe ich mein A2-Schein drin und das andere Gedöns, das gleich griffbereit ist, falls das jemand sehen will, der wo dazu natürlich auch berechtigt ist. Gut, so viel haben wir hier oben auf drin. Dann ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Hauptfach weiter und gehen in die kleinen netten Details später drauf ein. Wir haben hier noch auch wieder ein Fach. Und was mir hier sehr gut gefällt, wir haben hier zwei so Gurte dran mit Klettverschluss, die wir mal einstellen können. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich hier die Kopter drauf habe, wie ich es bereits schon erklärt habe, auch wieder magnetisch. Auf dem Kopter soll man bis zu 8, auf dem Rucksack soll man bis zu 8 Kopter unterbringen. Dann fallen die Kopter nicht komplett in den Dreck rein wieder, wie es bei den meisten anderen Rucksäcken ist. Gabt man ja auf, Kopter liegen im Dreck, sprich, man kann die auch hier notfalls dran lassen, einfach was aufmachen, was rausholen, ohne dass wieder alles im Dreck drin liegt. Dann haben wir hier, stellen wir es am besten nochmal hin, vielleicht sieht man es dann am besten. Wir haben ja ein paar unterteilte Fächer, die wo man über Klettverschluss einstellen kann. Ich habe das jetzt einfach mal so gelassen, wie es gewesen ist, weil mir das recht gut gefallen hat. Haben wir noch ein paar Taschen von Amazon dazu gekauft. Hier habe ich ein paar ND-Filter drin und so weiter. Hier habe ich noch SpeedyB drin und was man noch braucht zum Einstellen. Ein paar Schraubenzieher und Kleinigkeiten und so weiter. Hier in der unteren Tasche die Essex-Tasche, würde jeder kennen. So rum gehört das gute Stück. Passt hier auch perfekt mit rein, wie man sieht. Und da habe ich eine weitere Tasche gemacht, wo ich auch ein bisschen Werkzeug mit dabei habe. Wie man sieht, passt problemlos die DJI-Brille rein. Man kann das natürlich einstellen, wenn man es haben will. Von daher wird auch die V2 oder die Goggles 1 reinpassen. Hier oben auf habe ich dann meine aktuelle Walksnell-Brille. Ist mein Favorit zurzeit. Allerdings habe ich nur relativ viel Caddx Vistas rumliegen, von daher muss ich aktuell mit zwei Brillen rumlaufen und muss sagen, da bin ich jetzt froh, dass der Rucksack ein bisschen größer ist und dass das perfekt hier reinbringt. Hier habe ich dann mein Akku-Pack mit drin, drei Stück, was ich für die DJI-Goggles brauche. Hier habe ich den Lipo dran, klauen wir mal so rein. Dann haben wir hier noch ein paar Mounts, was man halt so standardmäßig braucht, die habe ich einfach mit reingeschmissen und weil ich ja nicht nur das ELRS-System fliegt, sondern auch noch viel Crossfire-Empfänger habe. Sind halt leider da, ist so. Habe ich das da unten mit drin, mit meinem Lanyard. So nennt man das coole Stück.
Dann habe ich hier noch zwei Fächer frei aktuell. Ja, da stecke ich die Orca rein, ein paar Lippos oder was er gerade braucht zurzeit. Ich muss sagen, vom Platzangebot ist er wirklich riesig. Da kann man nicht meckern in dieser Richtung. Dann hier oben auf haben wir noch zwei Netzfächer. Da habe ich ja, Müllbeutel drin und so weiter, wenn es mal ein Lippo doch zerrupft, dass man ein bisschen einpacken kann, dass es nicht gar so stinkt im Auto drin. Dann hier doppelseitiges Klebeband, wie man sieht, noch ein paar Teile. Hier oben auf haben wir dann weiterhin noch eine Tasche, die eignet sich perfekt für Propeller, weil die recht gut, recht dicker Stoff ist, sagen wir es mal so. Und selbst wenn ihr die Lose reinschmeißt, dann könnt ihr da eigentlich nichts aufschneiden damit, weil das sehr robustes Material ist. So viel zum Innenraum vom Rucksack. Wie gesagt, hier auch wieder doppelter Reißverschluss. Sehr schönes Gimmick übrigens, wenn ihr hier diese, machen wir es mal so, diese Straps nicht haben wollt. Ist hier an der Seite der Reißverschluss dran, wo ihr das ganze Stück komplett abmachen könnt, wenn ihr wollt. Macht zwar normalerweise keinen Sinn, aber man könnte, wenn man will. Oder wenn es kaputt geht, wechseln zum Beispiel. Dann, ja, wenn wir hier schon sind, machen wir gleich mal auf der Unterseite weiter. Hier haben wir, ja, was ist das? Hartgummi. Vier Hartgummifüße dran. Dann haben wir hier weiterhin noch einen weiteren Gurt zum Festziehen oder zum Zusammenziehen. Der ist dafür gedacht, dass man halt einfach ein Stativ unterbringen kann. Ich habe das meistens hier durch diesen weiteren Gurt hier mit durchgesteckt. Machen wir mal so, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Stativ anbringen, keine Ahnung, Wasserflasche, was er braucht, was er dran bringt, könnt ihr da dran machen. Noch ein kleines Update, habe ich ganz vergessen gerade vorhin. Wir haben hier noch eine Tasche in der Rückenwand drin. Hier bringt man bis zu einen 16 Zoll Laptop unter oder was anderes, je nachdem, was man halt hier drin verstecken will. Und es ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir oben auf dem Rucksack auch sämtliche HGLRC-Produkte drauf haben, vom RaceWhoop, CineWhoop, Aeolus Motoren, FC und so weiter. Hier haben wir noch ein kleines Fach, wo man eine Visitenkarte reinstecken kann, Namensschild oder sonst was. Und auf der Seite ist natürlich hier noch ein, ja, die raue Faserung vom Klettverschluss, damit man hier ein Patch unterbringen kann. In diesem Sinne geht es jetzt weiter. Dann haben wir hier noch zwei Seitentaschen. Die sind links und rechts identisch, wie man sieht. Hier haben wir eine kleine Netztasche oder so eine Schnelltasche, wo man kurz was reinschmeißen kann. Und ich habe die Tasche hier einfach jetzt erst einmal noch weiter für Propeller genutzt, wie man sieht. Hier habe ich die 5 Zoll Propeller reinpackt und auf der Seite habe ich ja, ein paar 3 Inch Propeller reinpackt und das kleine Gedöns, was ich immer so dabei habe. Und ja, warum ich das jetzt so lasse, das ganze System, da muss ich mich überraschen lassen. Aber aktuell bin ich damit recht zufrieden. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit der Rückseite weiter. Hier haben wir wirklich einen massiven Tragegurt gummiert. Habe auch sehr schönes Foto auf dem Blog drauf, da könnt ihr es euch nochmal genau anschauen. Und was mir sehr gut gefällt an dem Rucksack, muss ich sagen, ist dieser Luftkanal hier hinten drin. Ja, schauen wir mal, ob das ein bisschen. Ja, das müsst ihr am Blog anschauen. Da seht ihr das besser, wie tief das der ist. Also der hat fast guten Zentimeter Tiefe drin. Und was richtig genial ist an dem Rucksack, diese Trageriemen kann man stufenlos hier hinten verstellen, wie man es schon sieht. Ich habe es hier ein bisschen nach unten gesetzt. Man macht den Klettverschluss hier auf und kann das dann von bis hier unten hin machen. Sprich, dann wäre der Rucksack einfach höher. Oder man kann tiefer setzen, wenn man recht groß ist, dass man diese Trageriemen bis hier oben raufsetzt. Das nächste ist, man kann die nicht nur hier oben festmachen, sondern wenn man relativ tief setzt, könnte man auch hier unten festmachen. Ich habe mir jetzt hier oben gelassen, erst habe ich hier unten gehabt, ich habe mir so die Mittelposition gesucht, damit komme ich relativ gut zurecht. Dann ist in der Position, wo er mir am besten gefällt und ja, von daher gibt es da keine Probleme. Natürlich vorne haben wir dann auch noch den vorderen Gurt. Wo sind wir? Das ist der falsche. Ja, so Kopf ist ein bisschen schwierig. Kann man auch zusammengipsen, einstellen.
wieder eine kleine Schlaufe dran, wo man was festmachen kann. Dann haben wir hier noch zwei weitere Karabiner dabei mit einem Gurt dran. Für was dass ich die brauche, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, da werde ich definitiv noch irgendwas finden dazu, womit ich die verwenden kann. Das weiß ich natürlich nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Hier könnte man auch nochmal einen Kopter festmachen. Wie man sieht, haben wir auch nochmal einen Gurt mit dran. Also von daher genügend Befestigungsmöglichkeiten. Vom Tragekomfort her ist er richtig gut, weil sich eben dieser, ich sage mal, dieser Rückengurt perfekt einstellen lässt von der Höhe, so wie man haben will. Das heißt, er schaut nicht über den Kopf drüber, er hängt dann nicht zu weit unten, sondern man findet einfach die richtige Position, dass das gute Stück passt. Beckengurt haben wir keinen dran. Ich persönlich bin kein Freund vom Beckengurt. Braucht man nicht, weil man das, wie gesagt, perfekt da in der Stelle, in der Höhe einstellen kann. Der ganze Rucksack ist wasserabweisend, wasserdicht sage ich jetzt mal nicht. Ich sage einfach mal Spritzwasser geschützt. Von daher alles, was da drin ist, sollte da eigentlich im Regen keine Probleme haben. Konnte nur nicht testen, aber ich vertraue mal drauf. Material ist dieses D900, D600. Das könnt ihr am besten im Blog nachschauen, oder ich blende es euch jetzt dann irgendwo ein. Was haben wir noch? Ja, das ist eigentlich schon mal, sind so die großen Highlights. Gut, aber das hat bestimmt jeder gesehen. Hier haben wir so ein Hartschalen-Case vorne drauf. Ich denke mal, ich kann euch höchstens nur zeigen, wie man einen Kopter festmacht. Habe hier einen Quadmula-Frame. Steckt mir durch, zieht ein bisschen auf, gibst das gute Stück ein, zieht zusammen, zack, ist fest. Was natürlich ein bisschen sehr schön gemacht ist, wir haben hier so kleine Rillen drin. Damit kann ich die ein bisschen absetzen, die Kopter, und bringe dadurch mehr drauf. Das habe ich das letzte Mal dabei gehabt. Ich glaube, 5 oder 6 Kopter waren dran. Und das Ding hat überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht, dass ich da irgendwie das Teil unterbringe oder in der Richtung. Und von daher hat das optimal gepasst. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz, was ich gemeint habe. Wenn man das gute Stück nämlich aufmacht und so aufklappt, dann liegt der Kopter einfach nicht im Dreck, sondern hängt hier hinten dran. Und dann passt es eigentlich wunderbar in dieser Richtung. Genau. Gut. Wenn ihr mal noch wissen wollt, was in die kleinen Taschen alles drin habt, sagt ihr Bescheid, haut das unten in die Beschreibung rein, dann können wir das auch nochmal auspacken, was da alles drin ist. Die Taschen verlinke ich euch mit, was drin sind. Habe ich auf Amazon gekauft, ich glaube eine um die 12, 13 Euro rum. Dann können wir es mal nur kurz raustun. Also die kleinen Taschen hier, da habe ich dann so Kabelgedöns und alles, was man so braucht, mit drin. Und wie gesagt, die schließen hier super. Ja, zumachen sollte man schon, also fällt die Hälfte raus. Die schließen hier perfekt mit dem Rucksack ab. Gut, ich hoffe, diese Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einfach ein Like und ein Abo da und einen Daumen und irgendeinen Kommentar, wenn ihr noch was wissen wollt dazu. Und in diesem Sinne wünsche ich euch was.